So, wir sind mittendrin im Gefecht. Also wir haben jetzt schon mal die Festung gefunden, diese komische Containerfestung. Das ist das, wo wir hier schon drauf waren. Es wurde auch schon abgeschlossen, die Aufgabe mit dem Roboter-Schaukampf, aber fragt mich nicht, ich habe keinen Roboter gesehen, der hier irgendwo gekämpft hat. Nö, Conny. Eventuell haben wir vielleicht irgendwo hier mal mit Mann gemischt und irgendein anderer Spieler hat das abgeschlossen. Wisst ihr? Und ich bin auch jetzt Level 20 geworden mittlerweile. Guck mal, hier sind in der Nähe hier so eine gelben Kreise. Ne, warte mal, das ist hier oben immer noch. Hä? Ich denke mal, das ist das Event, oder? Ne, ich weiß nicht, was hier ist. Was das jetzt hier ist. Sind die Gruppe hier? Besiege die Söldnerteams. Ah, okay. Ich habe ja keine auf. Warte, Mike, ich muss erstmal die letzte Folge aufschreiben. Oder? Hatte ich das schon? Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, welche Folge wir jetzt hier haben. 13. Komm. Hör auf jetzt mit die 1, 2, 13. 3. Warte mal, Das ist jetzt die 1, 2, vierte. 3, 4. In der 5. sind wir jetzt. Okay. Das ist das Einzige, was ich hier an dem Spiel bemängel, dass diese einfach zu much hier alles ist. Komme hier durcheinander. So, dann muss ich jetzt die vierte Folge noch aufschreiben. Das ist alles zu viel. Ich hab schon wieder hier irgendwas. Hier, geht doch schon wieder los hier. Ich meine, die Spawnraten sind ja nicht verkehrt, wenn man manchmal so hat, wisst ihr, so, oh, jetzt muss ich wieder 5 Minuten warten. Ja. Oder manchmal auch länger, wo du dir dann denkst, so, wenn das alles offen ist, warum ist denn die Spawnrate denn so hoch? Oder so, ja, so hoch. So, was haben wir jetzt hier? 4 von 5. Also immer noch. Ja. Da sind sie. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Das ist ja schon wieder das, das ist ja das, was ich sage hier. Du machst den fertig und dann ploppt schon das nächste auf. Lösche Symbiontenopfer. Erscheinen während des Ereignisses Venoms Rache. So, dann können wir ja eigentlich weiterlaufen. Ich habe hier einen Boss-Teleporter in der Mache. Jack Fleck. Nee, Fleck Jack. Den haben wir schon. Der gehörte mit zu dieser Aufgabe hier. Ah, okay. Wo bist denn du? Genau da. Vor dir. So, jetzt bloß schnell weg hier. Runter hier. Wir müssen die ollen Symbionten finden. An den Docks, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, wir sind ja in den Docks. Oh. Wir müssen hier im Hof sein. Venoms Rache. Muss es hier jedem. Wo ist denn hier im Venom? Ist der hier irgendwo? Also müssen wir erst warten, bis. Mann, du hast ja hier keine Ruhe hier. Ich will doch einfach bloß mal Pipi machen. Hier wirst du so ja beim Pissen überrascht. Und diese ganzen lilanen Weltenstein-Dinger hier oder was das alles ist hier, ey. Oh. Schon mal erzählt, dass zu viel ist? Mach raus. Ist zu viel Stress. Da ist der Eiermann. Warum kann der nicht Für schneller was sein? waren die Weltensteine? Da kannst du wieder irgendeinen Händler da beäugeln da und da kannst du dann irgend Zeugs kaufen.
Ist eine Art Währung. Ah. Aber frag mich nicht jetzt, was das ist. Da musstest du Ruffin da auf diesem Weltenstein nochmal gucken, was da drauf steht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade voll Bock, Eier mit Kaviar zu essen. Ja. Habe jetzt voll Bock hier, wenn er mir ins von Sachse geben. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf komme. Das, Ja, sind wir ja gleich wieder bei der Festung hier. Nee, die Sprüche. Franz, sind Sie da? Franz! Hat denn Franz damit zu tun? Und Franz antwortet nie. Der ist nie da. Na, Francis ist doch hier der Typ in dir. Was? Oder nicht? Franz ist der Typ in mir? Ja, na, wenn du friedlich bist. Er heißt Bruce. Ach, der ist Bruce. Ich glaube, Bruce Banner heißt er. Nein, Nee, jetzt heißt er Franz. Franz Banner. Tolle Folgentitel. Franz Banner. Franz ist in mir. Hulk ist der, der den Franz gefressen hat. Ich hau auch alles durcheinander. Das hatte ich letztens mit dem Freezy gehabt beim Eurotruck oder sowas. Da habe ich Helge Fischer habe ich rausgehauen, anstatt Helge Schneider. Helge Fischer, der Bruder von Helene und Helge. Ja, genau. Das ist ein Symbiont. Das ist, die sind miteinander verschmolzen. Oder Helge Fischer. Ich bin ein großer Fan von Helge Fischer. Er wird bestimmt die Frage, von wem jetzt? Von ihr oder von ihm? Helge Fischer hört sie auch immer in ihrem Truck. Ja. Warum auch nicht? So Und Jessie Schlager ist das. hast du guck, nee, du guckst unsere Folgen bestimmt nicht, ne? Hier oben ist Venom. Da müssen wir hin. Da, ich sehe schon Symbionten. Ja, Symbionten. Hier sind überall Symbionten. Symbionten, Symbionten. Nee, so richtig gucke ich da eure Filme leider Ist ja nicht. nicht so schlimm. Würde ich auch nicht machen. Und da hatten wir auf der Mauer, auf der Lauer, sitzt eine kleine Meisel. Ich sehe hier gar nichts. Inge Meisel? Ja, Inge Meisel. Ich kämpfe hier einfach mal, auch wenn ich nichts sehe. Jetzt haben wir es geschafft, ja. Alter, ich sehe nichts. Ich kämpfe einfach mal. Wo ist denn Venom? Weiß ich nicht. Treffen tue ich ja. Ja, ich treffe auch irgendwas. Nicht genug Eiermann ist auch bald Munition. mit dabei. Keine Sorge, Franz und Eiermann sind da. Franz? Bist du da? Franz? Nee, das treffe ich gerade nicht. Ich sehe überhaupt nicht durch. Vor allem, ich hab noch die Karte an. Ich sehe ja überhaupt nicht durch. Ja. Oh. Was ist denn Ja, das ich. rote Vieh hier? Gegen das wollte ich immer kämpfen. Wissen nicht, dass ihr hört dazu irgendwen. Was sind das hier schon wieder für eine Kiste hier? Aus Uru geschmiedet. Aus einem Weil. Uru geschmiedet. So, wo müssen wir Verfolgung von Hood? Kann ich dich einfach irgendwas hier rausnehmen? Genau, weil ich hätte gerne, nehme ich schon diese Venom-Medaille. So, ich glaube, wir sind jetzt hier durch hier. Wir müssen jetzt endlich hier weg von dem, von dem hier. Occult Escape. Lass uns mal laufen. Ja, warte, ich habe hier noch was. Kannst du denn später? Jetzt ja. Yep. Mach halt Buddy. eine Aufnahmepause hier.
Nee, das lag ja auf dem Boden. Ach so. Ich muss jetzt mal gucken, ob wir hier jetzt da rüberkommen. Rüber? Naja, zu dem neuen komischen, wo wir vorhin schon mal waren, auf diesem Brückenteil. Quasi in die andere Karte jetzt. Ich glaube, das ist hier alles durch jetzt hier. Hier habe ich jetzt nicht mehr was hier so. Mein Gott, wie viel sind denn das? Lasst mich doch in Ruhe. Über diese Groupies. Man könnte ja auch springen, wa? Nehme ich noch ein paar mit. Wo bist denn du hin? Ach so. Ja, um die Container, über die Container und Hab dich. überhaupt. Was Und bist du da unten? überhaupt. Du hast ja eigentlich keine Probleme, bist ja unsichtbar. Ah, schon wieder ein Weltenstein. Ein Welpen. Ein neuer Teleporter wäre jetzt nicht schlecht. Damit man beim nächsten Mal dann hier auch anfangen könnte. So, jetzt sind wir schon mal auf der Baustelle. War hier in der Nähe nicht irgendwo ein Teleporter? Auf dem Frachtschiff. Wir wissen nur nicht, auf welchem. Hier ist eine Tür in der Nähe, aber die nehmen wir jetzt erstmal nicht. Ich möchte jetzt erstmal zu dem Teleporter. Jawohl, Sir. Ich glaube, das ist hier. Hier drinnen ist der Teleporter. Lass mal erstmal hier rein. Wir müssen jetzt dann den mit dem draußen reden, aber ich will jetzt erstmal den Teleporter freischalten. Hier oben ist er nämlich. So. Nehmen wir nochmal nach draußen. Und dann bei dem vorm Eingang müssen wir das Video abheben. Und dann kommt eine schöne Videosequenz. Ach, das ist lustig. Du hast dieses Video bei einem Gauner gefunden? Dann schauen wir uns das mal an. Ja, lass den mal. Und jetzt spielt Sie das Video sich ab. erleben als internationaler Superschurke, haben aber nicht die Mittel, ihren Traum zu verwirklichen. Die Stimmen in ihrem Kopf sagen, dass sie für Größeres bestimmt sind. Sie spüren jeden Tag das brennende Verlangen nach Rache und bleibt es unerfüllt? Dann ist das Taskmaster-Institut der richtige Ort für Sie. Hier im Institut machen wir einen Siegertyp aus Ihnen. Sie lernen 7 verschiedene Kampfkunststile. Und den Umgang mit fortschrittlichsten Waffen. Wenn Sie mich finden, sind Sie auch intelligent genug, meine Lektionen zu lernen. Das Taskmaster-Institut. 1860 Gutkill. Sie für Größeres bestimmt sind. Geil, oder? Voll billig gemacht irgendwie. Das ist eine Videosequenz, wie so ein altes Video gemacht. Ja. Finde ich so voll geil, ja. Ach, habe ich mir gefreut. So, was habe ich denn jetzt hier? Legendäre Quest. Mysteriöses altes Video. Das alte Video, das du gefunden hast, war eine Werbung für das Taskmaster-Institut. Eine Schlägerakademie, die Schurken für Verbrecherorganisationen ausbildet. Naja, haben wir doch gerade gemacht Wo hier. liest denn du das? Das war hier rechts, da wo dieser Pfeil jetzt für die Kraftpunkte mal ist, was über der Mission da. Hast du das gefunden? Nee. Vielleicht hast du das ja nicht gekriegt. Mann, habe ich immer noch einen Punkt über? Alter. Das ist aber halt hier noch dir. So, mal Ruhe jetzt hier. So, was habe ich denn jetzt hier eigentlich? Oh, ich habe einen Haufen Zeugs. Das muss ich erst loswerden. Gut, die Folge ist schon fast eine halbe Minute noch. Dann würde Naja. ich sagen, machen wir erstmal Pumpe hier. Ja. Lass uns mal hier unten hingehen. Darin nochmal. Und dann kann ich sowieso dann erstmal hochporten, um dann erstmal mich zu entleeren. Ja, ich sehe das auch so.
Na gut, Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder und dann gucken wir mal, ob wir den Taskmaster irgendwie finden und ihm den Arsch aufreißen, die hörig. Obwohl, wenn der Hulk, nee, der reißt keine Arsch auf. Der nimmt den Dings, diesen kompletten Menschen und stopft ihn in sein Arschloch. Hm. Und dann ist er, und dann ist er weg. Lecker, lecker. Er ist ja in sich. Ja, man muss auch mal in sich gehen, ne? Ja, ja, man muss auch mal. Das kommt ja auf die inneren Werte drauf an. Deswegen gibt es ja auch welche, die reißen den können plötzlich auseinander und dann kommt alles von innen nach außen. Dann ist das eigentlich ja nicht mehr so schön. Wie sie mal behaupten. Genau. Gut. Adios, amigas. Tschüss.